Der Optolit, Transysilisches Tagesblatt, Sonderblatt zum Perlenmeer. Überschrift: Rudern von Dabonia wieder im Amt. Perlenmeer. Rudern von Dabonia, des Reiches vorletzter Großadmiral und vor seiner Zeit von den alten Göttern abberufen, kehrt zurück in das Kommando einer Flotte. Der Heptarch der Meere, Darion Palligan, hat den verdienten Recken an seine Seite bestellt, um als sein Stellvertreter über die Armada der schwimmenden Heptarchie zu gebieten. Mit dem Segen der dunklen Mutter und der tiefen Tochter hat seine Exzellenz Rudon die Fesseln des Todes abgestreift. Zwar wird die Befehlsgewalt in letzter Instanz weiterhin bei Palligan liegen, doch scheint der Heptarch sich mit dieser Entscheidung viele Aufgaben entledigen zu wollen, die er nun in fähigen Händen weiß. In den Admiralitäten der Perlenmeerküste widmet man der Neuigkeit große Aufmerksamkeit oder, um es mit den Worten von Ondinai, der Grindigen, Herrin von Südwall zu sagen, dass Palligan seine für ihn überlebenswichtige Flotte seinem Stellvertreter anvertraut, kann nur bedeuten, dass er große Pläne verfolgt, die sein ganzes Augenmerk erfordern. Und das lässt mich nicht gerade ruhig schlafen. Der Optolit jedenfalls wünscht seiner Exzellenz viel Erfolg und beglückwünscht ihn zu der Rückkehr in sein neues, altes Amt. Geschrieben von Leomelia Winterbach, Schriftleiterin des Optoliten. 18. Rundra, Mitte des Tages. Mittlerweile ist der Nebel verschwunden, doch ihr seht nur noch die offene See. Meilen um euch herum, nur der blaue Ozean, kein Land in Sicht, nur die Kompanten oder der Wind helfen euch möglicherweise. Der Wind selbst hat zugenommen und bläst kalt von der Steuerbordseite in die Segel. Mit neuem Kurs seid ihr auf dem Weg zum Nodix der Kraftlinien. Doch da sich diese im Verlauf der Borbarat-Kampagne verschoben haben, könnte dieser Punkt zum Tauchen der Falsche sein. Wie dem auch sei, dies ist die einzige Spur, die ihr habt. Seit 8 Stunden fahrt ihr umher. Das Meer ist ölig geworden und die Orientierung fällt euch nach und nach immer schwerer. Und so beginnen wir. Ihr steht auf eurem Achterdeck. Boah, hab ich gut geschlafen. Oh. Ja, diese Kabinen sind sehr, sehr wohnlich. Ja, der Stein, auf dem ich schlafe. Oh, wirklich sehr wohnlich. Erinnert mich an meine dritte Höhle. Oh. Ihr schlaft auf Steinen? Natürlich. Ist gut für den Rücken, Abelmir. Solltet ihr auch mal probieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Schlafmöglichkeit ist. Ja, auf jeden Fall besser als ein Strohsack oder irgendwelche Federdaunen. Ah, nein. Und jedem das seine. Ah. Das wie finden wir die Scheiße jetzt eigentlich? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Ja, ich rufe einen Diener des Wassers herbei. Ganz einfach. Ah, der weiß, wo das ist. Ja, ich gehe davon aus. Wenn der Diener sich hier häufiger aufhält, wird er auch, die See kennen wie seine Westentasche. Nicht, dass er Westentaschen hätte, aber das ist ein Sprichwort. Sucht er dann direkt einen Thron oder dort, wo diese Linien zusammenkommen? Naja, ich glaube nicht, dass er weiß, was der Thron ist. Auch wenn er ihn vielleicht ein ums andere Mal gesehen hat. Nein, er wird wohl das suchen, was ich ihm bitte zu finden. Dort, wo die Linien zusammenkommen. Nun, braucht ihr etwas? Ich werde selbstverständlich mit der Herbeirufung beginnen, sobald wir hier angekommen sind. Aber mir scheint, wir nun die richtige Region erreicht haben. Und bei dem Sturm und der Gischt, die auf dem Deck ist. Nein, ich denke, an elementarer Komponente Wasser wird das ausreichen. Aber vielleicht noch ein paar Geschenke. Abelmir, wärt ihr so frei und würdet mir etwas frischen Morgentau aus dem Alchemielabor holen? Da freuen sich die kleinen Racker aus dem Wasser immer besonders, wenn ich ihnen frischen Tau bringe. Das ist eins ihrer Lieblingsgeschenke. Nun, ich werde sehen, was ich tun lässt. Oh, und Diamantis, ihr könnt einmal in meine Kabine gehen. Dort habe ich noch ein, zwei Edelsteinchen. Wirklich kleine, einen Aquamarin und ein Bruchstück des Gwen Petrol, den ich eigentlich in dieses Diadem verarbeiten wollte, aber das hat ja dann doch nicht so gut geklappt mit diesem Steinchen. Die wollte ich dem Elementar auch als Geschenk anbieten. Ist Gonach noch in deiner Kabine?
Ich gehe davon aus, er wollte ja auch mitkommen. Ich habe ihn überzeugen können. Gut, dann sehe ich mal den Kopf ein. Ich hol dir deine Edelsteine. Danke, danke. Sie liegen direkt auf den Steinen, also auf der Steinschlafplatte. Du kannst sie nicht übersehen. Ganz offen, ohne Beutel? Mein Beutel habe ich woanders. Das sind nur die beiden, die ich rausgesucht habe. In Ordnung. Ja, Rafim? Noch irgendwelche Sachen, die du machen möchtest? Ja, also ich habe mich vorbereitet. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich habe noch meditiert. Ko hat uns seinen Segen geschenkt. Ich denke, die Expedition wird ein großer Erfolg. Und... naja, Mira, ich weiß noch nicht, ob ihr dieses Zeug schmeckt. Da muss ich sie vielleicht noch überzeugen. Aber ich habe extra ein schönes Stück Elefantenfleisch rausgesucht. Oh, ich glaube, das wird ihr sehr zum Vorteil gereichen. Ja, das habe ich auch gedacht. Kleine mag Elefant ja so gerne. Oh. Und ich konnte Gonner überzeugen, sich seiner Furcht vor dem Salzwasser zu stellen. Er schien erst nicht so überzeugt, als ich ihm gesagt habe, ich muss da runtergehen. Aber dann hat er gesagt, er kommt mit. Und dann habe ich gesagt, ich vertreibe die bösen Geister, die im Salzwasser sind. Und dann hat er sich gefreut. Ja, das klingt ja sehr gut. Ich glaube, sonst nehmen wir auch nicht mehr viele Leute mit. Ich habe gehört, der Captain will Avianda mitnehmen. Und irgendeine von den Magierinnen, aber ich weiß nicht mehr welche. Arvis zum Gruße, hallo. Oh, Avianda, wir haben gerade von dir gesprochen. Was ist ja ein Zufall. Ich habe eine Bitte an den Kapitän. Der holt gerade Sachen. Ach so, der ist gar nicht hier oben. Warte ich kurz. Wollt ihr kurz warten? Ja, ich warte kurz. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, die Frage sollte ich dann direkt an ihn wenden. Worum ging's denn eben, als ihr über mich spracht? Dass du mit wolltest. Ich wollte mit? Ja, genau. Hatte ich ja gesagt. Wohin genau? Das wird dir gefallen. Da bist du bestimmt noch nicht hingereist. Es geht unter Wasser. Unter Wasser, ja. Also noch nicht allzu oft. Boah, du warst schon unter Wasser. Das ist ja fantastisch. Ich auch. Das ist eine ganz interessante Erfahrung, nicht wahr? Klar. Also wir bereisen ja alles als Avis-Geweihte. Nicht nur Land, sondern auch Luft und natürlich Wasser. Dementsprechend ist das eine Erfahrung, die ich mir nicht entgehen lasse, wenn ihr mich natürlich drum fragt. Also ich begleite euch gerne. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir wissen allerdings nicht, was uns da unten erwartet. Also... seid am besten auf alles vorbereitet. Nee, aber das ist ja das Schönste. Also, wenn wir schon wüssten, was uns dort erwartet, dann lohnt sich die Reise ja fast gar nicht. Naja, aber der Weg ist doch das Ziel, dachte ich mir bei euch. Ja, das ist ja, natürlich. Also ja. Deswegen komme ich auf alle Fälle mit, aber das ist natürlich umso spannender, wenn man nicht weiß, worum es geht. Ah ja, das macht natürlich Sinn. Übrigens, ich hatte mit der Mirjam gesprochen. Das ist die zweite Hexe, die wir aufgesammelt hatten in Zelfianil. Die andere ist ja als Boronsrabe irgendwo dort oben. Ich kann sie jetzt gerade nicht sehen. Wahrscheinlich kundschaftet sie noch weiter diese Linien aus. Warum ich eigentlich zu euch komme, aber wie gesagt, da warte ich noch mal, dass der Kapitän kommt. Ich brauche noch 2-3 Kartenjungen. Vielleicht kann mir der Kapitän ja die Haltmatrosen zur Ausbildung geben. Die Hexe sagte, dass es wohl noch einen anderen Anhaltspunkt gibt. Der ist allerdings auch mittlerweile vernichtet. Das liegt dann allerdings an dem Drachen, an den Elementarkriegen. Dax, ja, natürlich, die können nichts als Zerstörung. Naja. Achso, wenn ihr kommen mögt, ich habe schon etwas in der Kapitänskajüte aufgebaut, auch wenn Jarlan da wohl noch schläft, aber ich glaube, da könnte man sich dann besser drüber unterhalten, über eine Karte, wisst ihr? Das klingt gut, wie sagt man so schön, schlafende Hunde weckt man nicht, oder? Schlafende Katze auch nicht. Ja. Ja, aber wie gesagt, warten wir einfach auf den Kapitän und wenn er gleich zurückkommt, dann... Ja, das klingt sehr vernünftig. Ja, Diamantes kann anklopfen und du siehst, wie Gonnech gerade seine Axt ein bisschen schleift und dich angrinnt. Du bist nicht Boltax. Und es kam keine Axt geflogen. Also nur beide verwundert. Ich soll für Boltax die Steine da nehmen. Ah, da liegen die.
Ich habe die ersten drei Male Echse geschmissen. Bautax hat gesagt, das ist, soll ich lassen. Ja, ist vielleicht auch besser so. Du könntest hier jemanden echt damit verletzen. Darum geht's doch. Ja, aber nicht jeder möchte verletzt werden. Auch wenn ihr Trollzacker das untereinander gerne aufmacht. Ich finde es auf einer ganz komischen Weise echt eigenartig, aber... Das ergibt aber Sinn. Je mehr du jetzt leidest, desto weniger kannst du im späteren Leben leiden. In der Geisterwelt. Weißt du, wir bereiten dich einfach nur auf das nächste Leben vor. Je mehr du jetzt leidest, desto... Ich habe das ja eben schon gesagt. Erklärt sich selber. Unsere Lebensart ist sehr kurz erklärt. Ist eine große Ehre, wenn du jetzt leidest. Wenn du willst, schneide ich dir die Nase ab. Und wahrscheinlich ist eure Lebensdauer auch sehr kurz, oder? Wie alt werdet ihr überhaupt, wenn ihr so lebt? Also ich glaube, Trak müsste jetzt 18 sein. Ja, das dachte ich mir. Ich glaube, ich habe jetzt 17 Sommer gesehen. Und wenn ihr euch so weiter verletzt, dann werdet ihr auch nicht viel mehr Sommer sehen, aber... Und das ist nicht meine Sache. Lebt so wie ihr wollt, verletzt nur niemand anderen hier auf dem Schiff. Außer ihr bekommt den Befehl von Rafim, eurem König, richtig? Oder Bautax. Er ist unser Schachsuli. Schachsuli, das heißt Magier? Oder... Schamane. Schamane. Mondmacht. Ich kannte auch mal Schamanen, aber die kamen nicht aus den Bergen wie ihr. Gut, was willst du jetzt hier? Ich nehme die Steine. Bautax wartet auf sie. Ich schneide dir die Finger ab, wenn du lügst. Ich lüge nicht und das... Das entscheidet der Schachsul, nicht du. Dann frag ihn. Nehmen wir die Steine vom Brett, halt mit ihm Augenkontakt, lächel ihn und mal zu. Er gefällt mir und gehe dann wieder zu Bautax. Wie viele Sommer hast du gesehen? Du bist weiß. Weiß? Meine Haare. Lange. Wir haben noch nie weiße Haare gesehen. Ich erlebe den nächsten Sommer als meinen 35. Das ist... Kennst du diese Zahl? Nein. Mir sagt der Schamane immer, wie alt ich bin. Weil ich weiß nicht, welche Zahl nach 17 kommt. Der Schamane ist noch um einiges älter. Weiß auch nicht, welche Zahl vor 17 kommt. Das ist alles verwirrend. Geh jetzt. Kann ich, Jana, ihr da? Moment. Ja, als du reinkommst, kannst du noch sehen, wie er schnell ein Buch zuklappt und dich dann anblickt. Er schiebt es schnell unter einen Haufen der anderen Papiere und guckt dich dann an. Ein neues, soll ich euch etwas kochen? Nun, wir benötigen eine Zutat. Morgentau, habt ihr etwas da? Morgentau. Halbe Stunde. Dann kann ich euch was geben. Wieso dauert das so lange? Naja, ich muss die erst ziehen. Öffnet seine Tasche und sucht. Morgentau, Morgentau, Morgentau. Ihr wisst schon, dass es der frische Tau von Blättern ist am frühen Morgen. Es ist keine Pflanze. Ja, aber je frischer, desto besser. Ja. Bringt sie ans Oberdeck, wenn ihr soweit seid. Und? Was macht eure Kunst? Ja, er schlägt seine Tasche wieder zu und blickt dich an. Blickt so ein bisschen in seinem Labor umher mit den verschiedensten Pflanzen und Blüten, die du daran erkennen kannst. Und auf die merkwürdigen Pergamentstapel, die überall herumstehen. Aus aller Herren Länder. Also du siehst tatsächlich auch so Tagebucheintrag von Nedja, was du so erkennen kannst. Tagebücher von Hüveler Marex Foxecker, die liegen wohl auch auf einem großen Stapel. Und habt ihr die schon zu Ende gelesen? Mir wurden ja schon andere versprochen, einzigartige Kunst und so weiter. Aber nun ja, dadurch, dass ich jetzt keine von den Helden bekomme, muss ich mich mit nicht so schmackhafter Literatur abgeben. Ein merkwürdiger Ausdruck, aber nun gut. Bringt die Tropfen an Deck. Ja, mach ich. Wir haben etwas vor.
Wie lange haben wir denn noch bis zu der Stelle, wo dann getaucht wird? Nun, ich denke, eine halbe Stunde müssen wir noch haben. Okay, dann die bringe ich euch gleich nach oben. Gut. Ich würde die Tür wieder hinter mir ziehen und wieder aufs Oberdeck gehen. Ja. Dort könnt ihr sehen, wenn sowohl Diamantes als auch Abel mir wieder nach oben kommt, dass Avianda dort steht. Ja, Kapitän, sehr gut. Ich wollte eigentlich fragen, ob ich 2-3 Kartenjungen ausbilden kann. Also die Alpenmatrosen, die hier von der AWS-Seeschule rumlaufen. Und ich denke, die können etwas lernen, ja? Gerne. Alle kann ich natürlich nicht aufnehmen. Ich glaube, dafür wird dann meine Kajüte etwas zu knapp. Aber ich glaube, damit nehme ich sie euch etwas ab und sie stehen nicht einfach nur herum und putzen dann die Planken oder so. Und dann als Kartenjungen ist man ja immer, hat man immer was zu tun. Ja, sie lernen ein vernünftiges Handwerk. Eine gute Idee. Achso, möchtet ihr gleich mitkommen? Ich hatte den anderen bereits schon davon berichtet, dass ich noch einen Hinweis von Miriam bekommen hatte. Gerne. Ja, dann sollten wir gleich runter. Dann folgt mir. Ihr Voltex, hast du deine Edelsteine. Oh, vielen Dank. Genau, das waren exakt die ich wollte. Ja, Gonne wird dir vielleicht komische Fragen stellen und vielleicht wie alt du bist, aber mach dir da keinen Kopf. Warum denn das? Ich habe ihn ein wenig mit Zahlen verwirrt. Ah. Was hat er dir erzählt? Er hat erzählt, dass er nur 17 Sommer gesehen hat. Diese Trollsacker haben nicht eine wirklich geringe Lebensdauer. Der Große von denen soll erst 18 sein. Ja, weißt du, wie man das bestimmt bei den Trollzackern? Wie alt die sind? Nun, er hat von Sommern gesprochen. Ja, naja, es ist wie mit einem Baum. Man schneidet einem Trollzacker den Finger ab und zählt die Ringe. Das eine Messbezählungsart, aber... Oh. Ich kenne mich ja nicht mit Zwergenhumor aus, aber das klang für mich eher nach Holzacker-Humor. Ja, der ist richtig gut. Ihr müsstet die anderen mal hören. Oh, ihr kommt gar nicht raus aus dem Lachen. Also, verzeiht, dass ich störe. Hier haben wir eine Karte. Das ist nicht ganz Aventurien, aber zumindest der Golf von Pericum und alles das, was wir dazu brauchen. Den Tipp, den ich von Miriam bekommen hatte, jetzt unabhängig von diesen Kraftlinien, die ich persönlich jetzt nicht erkennen kann, aber die andere Hexe soll wohl danach suchen. So wie sie sagte, bevor der Ton untergegangen ist, stand er an dem Zufluss, also dort, wo sich die Ströme treffen, vom Radrom, vom Dapat und vom Baron Ula. Dort, wo sie sich getroffen haben, sind sie wohl zum größten Strom von Aventurien zusammengeflossen, haben sich dort vereint. Vielleicht hilft uns ja das. Weil, also, selbst wenn die Kraftlinien sich verschoben haben, Beilung selber ist jetzt ja wohl nicht von einer Kraftlinie betroffen. So wie ich das verstanden habe, kann dort keine Kraftlinie entlang fließen. Oder? Magister? Nun, ich denke nicht, dass in Beilung derzeit eine Kraftlinie existieren kann. Das heißt, sie muss drumherum geschoben sein. Also entweder westlich oder östlich davon. Also wir erkennen diesen Punkt durch einen großen Strudel, der sich dort aufgetan hat. Nein, also so oder so, der Golf von Pericum ist ja der Strudel, weil es untergegangen ist. Weil es ist abgesunken oder was auch immer, was Pyr Dakor damals dort getan hat. Aber schaut euch doch einfach mal den Radrom, den Dapat und den Baron Ula auf einer gedachten Linie an und verlängert sie. Man weiß zwar nicht genau, wie sie geflossen sind, aber ganz grob könnte man die Endsprünge, also da, wo sie jetzt ins Meer münden, könnte man miteinander verbinden. Das müsste in der Nähe der Efforts drin sein. Genau, also viel weiter im Norden von hier als gedacht. Dann suchen wir an der falschen Stelle. Was denkt ihr, Avianda, wie lange brauchen wir bis dorthin? Also von hier aus vielleicht noch eine Stunde, zwei Stunden? Na gut, dann lass uns Segel setzen. Oder aber wir Meister Boltax wollte doch noch sich um die Kraftlinie kümmern, oder? Ja, aber das werde ich machen, wenn wir wirklich vor Ort sind. Also wenn wir einen
legitimen Hinweis haben wie eure Überlegung, dann sollten wir vielleicht noch die Stunde fahren. Okay, wie gesagt, war nur ein Einwurf, den ich von Miriam bekam. Aber so wie Flüsse fließen und so unstet wie sie sind, können sie sich wirklich überall treffen. Das ist ein besonders großes Areal, was wir jetzt durchfahren müssen, ohne dass wir wirklich weitere... Als Kartografin macht mir das wirklich schwierig, Nun gut, ihr habt dabei einen guten Anhaltspunkt geliefert. Die Effortstränen wären ein guter Ausgangspunkt für eine Suche. Ja, aber die können wir auch nicht anfahren, weil da ja Strömungen sind. Und ich dachte auch nicht, mit dem Schiff an dem Land anzulanden, sondern in der Gegend herumzukreuzen. Gut, ich wollte das einfach nur sagen. Vielleicht haben die Effortstränen ja auch eine Bedeutung. Wieso heißen die eigentlich so? Da sollten wir den ehemaligen Vogt der Effortstränen fragen. Also, als wir noch mal in Janka sind. Ich kramme mir im Gedächtnis. Kann ich irgendwas hervorziehen? Sagen Legenden? Keine Ahnung. Zu den Effortstränen? Ja. Ja, sagen und Legenden kannst du mal würfeln. 15. Aber mir kennt sich aus. Die Effortstränen selber sagen dir nicht wirklich viel, aber ihr habt ja noch Netja bei euch und die Perlen, die Chalven in Perikum, also die in Perikum gelagert worden sind, das sind nicht nur die Perlen der Chalven, sondern das sind auch die Tränen der Chalven. Und gemeinsam mit der Figur, die ihr in der Siedlung gefunden hattet, in Sefjanil, das war ja auch eine Statue von Effort, allerdings in sehr weiblich dargestellt. Ohne Bart. Vielleicht ist dieser Name verschliffen worden. Vielleicht wurde nicht wirklich Effort, sondern in Urzeiten Chalven. Nun ja, diese Insel gewidmet und Effortstränen sind in Wirklichkeit Chalvenstränen. Ja, aber müssten es damals nicht noch Berge gewesen sein? Nun, wenn die Insel oder das Festland untergegangen sind, könnte es ein ehemaliger Berg sein, diese Insel, die jetzt über Wasser liegt. Naja, also viele Städte sind an Bergen erbaut, sind gute defensive Positionen. Würde schon Sinn machen. Und ich denke... Ich glaube, durch die Elementarkriege haben sich viele Geografien geändert. Vieles passiert damals. Also wenn man den Legenden glaubt, dann gab es vielleicht die Trollzacken schon, aber so etwas wie die schwarze Sichel oder die rote Sichel, das waren dann ja Schwerter. Also zumindest den Legenden nach. Die gab es also gar nicht als Berge, sondern die wurden erst später dort abgelegt. Aber das ist alles sehr verwirrend. Also die Aufzeichnungen, die aus den Zeitaltern kommen, das, selbst in den dunklen Zeiten ist ja viel verloren gegangen und das ist nur 1000 Jahre her. Ja, können wir jetzt spekulieren oder wir können einfach dahin fahren. Ich denke auch, 2 Stunden, das kostet uns nicht viel. Ja, also ich halte es auch für einen guten Anhaltspunkt. Vielleicht finden wir auf der Insel noch weitere Anhaltspunkte oder vielleicht kann uns der Elementar dann nähere Auskunft ergeben, mitteilen. Ja, vielleicht kommen die Hexen ja dann auch irgendwie so ein Einfall. Ja. Wenn sie nah genug am Thron sind, vielleicht funktioniert das hier so, dass sie dann irgendwas merken. Ja, oder sie haben eine bessere Übersicht, weil sie fliegen und vielleicht etwas sehen im Wasser. Das kann natürlich auch sein. Wenn wir überhaupt etwas sehen, wenn etwas so tief im Wasser ist, warum sollten wir über Wasser etwas sehen können? Naja, also die ganzen toten Rissos sind ja auch nach oben gespült, wenn da unten es wirklich zur Sache geht. Könnt ihr mir schon vorstellen, dass wir irgendwas sehen? Ich denke auch. Also gut, ist beschlossen. Wir reisen zu den Effortstränen. Ich gebe das so weiter an den Steuermann. Gut. Ich lasse den neuen Kurs setzen.
Dann lasse ich euch hier alleine. Viel Spaß noch. Boltax, ich habe Kalitidiana Bescheid gesagt, dass er den Morgentau anrührt. Anrührt? Aber muss er den nicht nur von den Blättern abziehen? Er sagte etwas, er muss frisch sein. Alchemisten. Ja, etwas umständlich, aber gut. Was lange währt, wird endlich gut. Das sagen wir als Zwerge so. Und? Ja, Kapitän, ihr wolltet doch noch irgendeinen von den Magiern mitnehmen, richtig? Welchen? Ich denke, die Erzmager ist zu alt. Ich glaube, diese Allanfahnerin, diese Paligan, ist sinnvoller. Ja, schwimmen dürfte sie können. Sie verfügt vielleicht nicht über die Expertise, aber nun ja, sie ist jünger und ausdauernder. Und ich würde mich nicht täuschen, wenn sie so etwas beigebracht bekommen hat. Die Akademie in Al-Anfa ist da ziemlich gut und die Magier herausragend kompetent. Ah ja, für Menschen. Nun, wir werden sehen, was sie zu leisten imstande ist. Ein erster Härtetest für sie. Ja, wir sollten uns dann, wenn wir unter Wasser sind, aber auch schon mal eine Formation überlegen. Weil ich weiß nicht, ob ihr schon mal unter Wasser gekämpft habt. Diamantes ist ja recht erfahren. Der hat gesagt, unter Wasser ist mit langen Waffen kämpfen schwierig.